Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 18.08.2022. Und den DAX haben wir gestern noch gelobt gehabt. Und nun hat er direkt gleich die Lücke gefunden und das mal ausgenutzt. Und zwar ausgenutzt, dass wir gestern gar nicht über die unteren Szenarien gesprochen haben. Also, ich glaube, das gab es in den letzten, keine Ahnung, wie viele Analysen. Wir haben irgendwas um die 2000 Analysen, haben wir bestimmt schon gesprochen. Ich glaube, das gab es nicht, noch nicht ein einziges Mal, dass ich vergessen habe, auf das andere Szenario mit einzugehen. Ich habe es zum Ende sogar noch gesagt, im Abspann oder im Abschluss, dass wir ja darüber geredet haben, über die 900. Aber das haben wir ja gar nicht gemacht. Ne? Irgendwie war ich da im Kopf wahrscheinlich weiter, weil ich mich so drauf oder so ins Detail gegangen bin, darüber zu thematisieren, dass hier bestimmt jetzt welche an die Wand klatschen halt, ne? Weil Risiko und so weiter und so fort, dass da vom Gefühl her, mein Gefühl einfach gesagt hat, da haut es bestimmt die eine oder andere jetzt an der Wand. Ich hätte es ja eher oben erwartet, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Ich glaube, das hat man auch rausgehört, ne? Offenbar hat der Markt unten jetzt seine Opfer gefunden und gesucht oder wie auch immer. Da scheint es jetzt definitiv vielleicht mehr wehgetan zu haben. Vielleicht waren mehrere Leute zu krass auf der Long-Seite gehebelt unterwegs und deswegen ist er nicht mehr richtig rausgekommen. Man sieht sowas häufig im DAX, dass das dann oben platzt. Deswegen bin ich ja gestern so detailliert drauf eingegangen. Aber natürlich, ne, wir hatten gesagt, er muss sich dafür auch über der 900 halten. Er dürfte noch so 8,75 im weitesten, das wäre noch okay, tiefer aber nicht. Aber wir hatten eben nicht besprochen, was danach passiert. Ich meine, ihr kennt das, ihr habt die Zahlen alle schon gehört. 57, 6,75, das haben wir jeden Tag immer wieder durchgekaut. Ne? War jeden Tag immer wieder das Thema, wenn irgendwo ein Tief fällt, 8,20 fällt und so weiter. Dann runter bis 57, runter bis 6,75. Jetzt hat das gemacht, den einen Tag, wo wir nicht drüber gesprochen haben. Ich hoffe, ihr habt trotzdem im Ohr gehabt. In der gesprochenen Analyse war es ja auch mit drin. Im Premium-Dienst haben wir auch gleich früh gesagt, also unter 900 für mich gar kein Long halt, ne, definitiv. Da eher was zum Füße stillhalten, weil der kann halt auch bis 57, der kann auch bis 6,75, dann hat man bei 7,50 nochmal geschrieben. Ja, ich würde jetzt ja auch noch nicht long gehen. Ich würde dann erst über 800 sehen wollen oder mit grüner Stundenkerze mal sehen wollen. Sonst macht er vielleicht noch runter bis 6,75. Dann war er bei 6,75. Und dann mal gesagt, würde ich auch noch nicht machen. Man würde eher gucken, vielleicht drückt er sich noch auf ein neues Tief und 5,90. Dass es aber zumindest langsam ein bisschen riecht, wie als fängt er sich. Dann hat er sich gefangen, kurz hier. Hat er auch sich aufgedreht, 7,5 war auch schönes Rücklaufziel, was wir benannt haben. Also insofern eigentlich technisch gesehen ist kein verkehrter Tag. Ne? Also das Titelbild wird ihm nicht ganz gerecht, aber es hat halt einfach jetzt schön auf das gestrige Titelbild gepasst. Ne? Schön gelobt hier am Hoch und Puff. Dann hat er sich direkt seine Lücke gesucht. Aber ansonsten der Tag trotzdem sehr technisch, sehr sauber gewesen. Hat mich dann doch ein bisschen überrascht, dass da doch ein bisschen dicke Luft dann auch raufkam. Ne? Dass sich dann doch einige ein bisschen aufgeregt haben. Dass da Support gefehlt hat oder wie auch immer. Aber es sind immer so eine Tage, ne? Dass ich hätte nach oben gewartet. Ich habe mich schon so drauf vorbereitet. Der macht oben drauf und es gibt so viel Stress. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Stress aufkommt, wenn er nach unten kommt. Aber ist nun so. Er ist jetzt hier raus, hat diese kleine Formation jetzt erstmal deutlich angerissen. Diese kleine Keilformation, diesen anderen Keil, von dem wir immer gesprochen haben, der größere, der von hier dann ausgeht, den sehe ich hier jetzt erstmal noch nicht großartig in der Auflösung. Da fehlt mir eindeutig auch noch was. Würde so jetzt auch gar nicht durchgehen als Keil. Also da fehlt schon noch was hier so in die Richtung, was er nach oben zaubern muss. Vielleicht kriegt er das ja hin aus der Ebene heraus. Aber hier sollte man jetzt schon auch ein bisschen aufpassen. Na, also ich sag mal, selbst wenn er das Muster nur bedient, könnte auch bis 4,45 noch fallen. Ja, das heißt, ich würde auf jeden Fall jetzt zum Donnerstag unterhalb von 600 immer ein bisschen Risiko mit einkalkulieren, dass es dann definitiv erstmal kurzfristig kein Long umfällt. Auch hier seit unter 13.900 für mich persönlich auch schon kein Long umfällt mehr. Jetzt aber dann auch nicht, wenn da neue Tiefs kommen halt. Ne? Also wenn er da jetzt anfängt, eine Tieffolge noch reinzupressen und hier aus dem Aufwärtstrend jetzt einen Abwärtstrend neu zu ziehen, wie ich sag mal, von hier auch kommt. Na, das hat auch relativ stark angerissen. Und dann hat er sich immer weitergeschraubt und weitergeschraubt und weitergeschraubt und auf einmal stand er 1000, 2000 Punkte tiefer. Ich würde, um sowas einfach zu vermeiden, dann hier unter den weiteren Tiefs dann entsprechend auch damit kalkulieren halt, ne? Dass er vielleicht, wenn er hier drunter geht, dann auf die 4,45 fällt, wenn er auf die 4,45 fällt, das können wir ja einfach weiter rüberziehen, dass er dann eben auch bis zur 13.200 kann, und wenn 13.200 fällt, stehen wir auch schnell wieder bei 13.000 halt, ne? Und tieferem. Also von daher kriegen wir tiefere Tiefs rein,
fängt es sich jetzt an einzurennen und nach unten weiter durchzubollern. Rechnen damit, dass da noch was kommen kann. 4,45 und so weiter und so fort. Sollte der jetzt aber nur, ich sag mal, am Donnerstag hier einfach über die 700 wieder drüber tigern, können wir eigentlich die letzten Analysen eins zu eins nochmal Revue passieren lassen. Denn das haben wir verbal, glaube ich, vorgestern oder so erst alles gehabt. Ne? Schafft er das über die 700 drüber, ist dann wieder die 750 dran. Schafft das in die 750 rein, ist dann die 97.800 dran. Schafft das über 800, schafft das auch in die Richtung 69 dann rein. Schafft das über 69, kann er dann auch bis zu 14.100. Das heißt, so Stück für Stück auf der Oberseite würden dann jetzt hier sogar auch dann kleine Longchancen entstehen, wenn er denn Stärke zeigt. Die Stärke, die würde ich aber auch erst sehen wollen und auch erst dann vielleicht eine Long-Positionierung probieren. Ich würde auf keinen Fall probieren, jetzt hier unten drin rumzuhacken, wenn der da Stress drauf bringt. Sollte der jetzt so ein neues Tief reinstellen? Ich sag mal, der haut hier jetzt auf 5,70 und drückt sich direkt wieder nach oben. Zieht direkt eine grüne Stundenkerze aus einem neuen Verlaufstief. Dann wäre das vielleicht auch noch eine Long-Chance, wenn man dann sagen könnte, okay, die Abwärtsbewegung ist erstmal gesättigt, jetzt kommt eine Umkehr, eine Erholung. Und mein Gott, die kann auch bis 13.800 dann erstmal gehen. Aber wichtig für die Erholung ist, dass er auch über die 13.700 rüberkommt. Ja, also das wäre für mich Mindesterwartung, um hier nach oben hin wieder Ziele aufzuholen. Ja, und die große Bewegung so, die ist jetzt noch nicht gerissen, die würde erst reißen, wenn das letzte tiefere Tief gerissen wird. Und das ist ja hier bei 4,45. Das heißt, bis dahin wäre noch ein bisschen Luft. Sollte der sich jetzt einfach wieder erholen, wie gesagt, würde einfach wieder in die letzten Analysen sich Stück für Stück wieder durchklackern halt, ne? Und Donnerstag, wir haben auch einen kleinen Verfall, ne? Das heißt, da kann schon auch zum Donnerstag gut Bewegung drin sein jetzt, ne? Donnerstag sind ja bekannt dafür, dass sie doll hin und her reisen können, aber auch einseitig mal ordentliche Trendtage werden, ne? Und da würde ich jetzt auch an der Stelle einfach dann auch auf dem Donnerstag ein bisschen aufpassen, sind wir über 13.700, sind wir hier unter 13.600 vielleicht auf tieferen Tiefs, dann ist es für mich eher unten interessant. Geht er über 13.700, wird der Tag für mich eher oberseitig Richtung 13.800 und vielleicht mehr interessant, ja. So, und wie gesagt, also gestern, dass wir das nicht, ich bin der Meinung, wir hatten drüber gesprochen, hat auch jemand bei YouTube dann geschrieben, da dachte ich, naja, der hat vielleicht die Analyse nicht richtig gehört. Oh nö, wir haben das wirklich den einen Tag, ich weiß nicht, ob man vergessen sagen kann, aber also absichtlich habe ich es nicht gemacht. Ich bin fester Meinung darüber gewesen, dass wir wie jeden Tag auch gesagt haben, ja, 7,50, 6,75. Aber ich hatte es halt so schön im Ohr von den letzten Tagen und in der geschriebenen Analyse stand das auch, dass wir irgendwie unten durchrutschen. Ja, und die Lücke hat sich der DAX jetzt genommen und gleich mal unten richtig Randale gemacht. Lassen wir künftig, wir können uns ja darauf einigen, wir lassen künftig immer eine Seite in der Analyse weg und handeln dann alle in die andere. Das scheint ja gut zu funktionieren. Also es war nicht mit Absicht, tut mir auch leid, wenn der eine oder andere das dann, ja, irgendwie nach hinten losgekriegt hat. Gehe trotzdem immer davon aus, dass jeder von euch, der tradet, auch sein Handwerk beherrscht und natürlich auch Risikomanagement einhält. Ne? Ich habe früher immer ganz lange Reden in den Videos darüber gehalten, wie man das denn zu machen hat. Am Ende wurde es mir eigentlich nie gedankt und deswegen sind wir davon ein bisschen weggekommen, dass wir wirklich die Analysen auch kürzer und knackiger kriegen. Und dass einfach dann auch jeder weiß, wo er das lernen kann. Jeder weiß, dass er es das lernen muss. Entweder macht man das oder nicht. Aber ich werde da keine 20-Minuten-Vorträge mehr drüber halten. Aus dem Alter bin ich nun mittlerweile raus. Und ja, das zwinge ich niemanden mehr auf, der das nicht möchte. Und wer das möchte, weiß ja, wo er es kriegt. Und von daher alles gut. Mache hier Schluss. Wünsche euch viel Erfolg zum Donnerstag. Gutes Gelingen. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.